Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Hamburg. Ich höre mich noch etwas verschlafen an. Liegt einfach daran, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Ah, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ich bin hier, ich muss erst mal drauf gucken, in diesem Hotel in Hamburg. Ich zeige es euch. Kann ich sehr empfehlen, denn hier hat man auch eine kleine Küche. So ein kleines Apartment ist das. Weil der David Hoffmann und der Roman Fritz ja in der Vorbereitung sind und ja, Bodybuilder allgemein sich oft was zu essen zubereiten. Gramm Rindertatar. Ja, was mache ich hier eigentlich? Wir sind, also der Roman Fritz, der David Hoffmann und ich, sind quasi erstmalig aufeinander getroffen für ESN. Ich glaube, wir sind allgemein das erste Mal, dass wir drei uns so zusammen unterhalten. Also ich habe schon oft den Roman gesehen, aber noch öfter habe ich den David schon gesehen. Aber ich glaube, wir haben noch nie zusammen trainiert oder uns länger unterhalten, außer 10 Minuten auf einer Meisterschaft. Unser Sponsor führt uns quasi gerade zusammen und hat so Fotoshooting etc. mit uns gemacht und ja, ich habe ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil ich bin jetzt nicht mehr in Top-Shape. David Hoffmann ist 4 Wochen vor Mr. Olympia und der Roman Fritz, der ist ja eh immer in Form. Hier eigentlich ganz schnuggelig und süß. Schönes kleines Schlafzimmer. Hier geht's ins Badezimmer. Da. Da sind wir wieder. Ja, jetzt muss ich erstmal Zähnchen putzen und dann beginnt der Tag. Ich habe mich derweil schon mal angezogen. Jetzt gehe ich erstmal runter zum Frühstück und trinke einen schönen Kaffee. Und danach brate ich mir meine 600 Gramm Tartar. Und dann geht's ins Olympic Hamburg zum Schultertraining. Ja, was ein bisschen doof ist, ich bin normalerweise so ein Frühstücker, ich frühstücke unheimlich gerne und zurzeit mache ich das Intervallfasten, also Intermittent Fasting und ja, somit kann ich leider nichts frühstücken. Gibt es erst die erste Mahlzeit am Mittag, ist ein bisschen blöd, normalerweise frühstücke ich sogar, jetzt kommt der Wecker, bin vor Wecker aufgestanden. Normal frühstücke ich sogar in einem Hotel immer noch das Doppelte. Weil, wenn es schon mit drin ist, ne, dann im Preis, dann muss man das auch ausnutzen. So die Bodybuilding-Notration. Jasminreis. Maiswaffeln. Bananas. Und hier habe ich ein paar Probepäckchen. Das sind immer 30 Gramm so ein Päckchen. Direkt abgewogen. Das habe ich in meiner Trainingstasche. Hier meine Massagegerät und fast hätte ich es vergessen, meine Kapseln. So, mal schauen, ob der David Hoffmann und der Roman, ob die schon beim Frühstück sind. Ich habe jetzt hier schon meinen Kaffee leer getrunken. Jetzt kam der Roman angewackelt. Mach gerade noch einen Post für die Community. Roman, wie viele Eier hast du da? Nur 10. Und wie viel wolltest du eigentlich? 20. Und isst du jetzt 10 ganze Eier und 10 Eiklar oder machst du das komplette Fett weg? Normalerweise mache ich 20 Eiklar. Aber mein neuer Plan ist, 15 Eiklar, 5 ganze Eier. Okay. Aber um heute, ein paar Kalorien mehr zu haben. Heute muss ich ein bisschen anpassen. Aber du hast mir erzählt, du hast sogar Eiklar dabei, so, ne? Ja. Aber ich hatte jetzt keinen Bock. Ja, ja, klar. Weil ich mag nicht so gerne Sachen in Plastik so lange aufheizen. Ja, ja. Da habe ich immer so dieses Ja, ja, ja. Weißt schon? Vor allem auch bei Eier eben. Ne?
Was ist das für ein DJ? Das ist cool. Old School Moss. Das ist so eine Radiosendung. Cool. Gibt's auf Spotify. Old School Muscle mit K. Muss ich mal reinhören. Kennst du den Mike Francois? Nee. Er hat mal die Arnold Classic gewonnen. Ach, doch, ja. 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 Er ist so dein Körpertyp, yeah. Ohne Scheiß. Ja, 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 ja. Der moderiert das. Der war immer auch schön hart, aber ein bisschen verbaut so. Der moderiert das mit so einem anderen Profi zusammen. Ja. Und das ist echt eine coole Sendung. Ach, cool. Muss ich mal anhören. Mittlerweile ist hier unser David auch hinzugekommen. David, was gibt's bei dir zum Frühstück? Cappuccino. Cappuccino. Ich habe schon eben gefrühstückt, gekocht im Zimmer. Ach so. Ich habe erst Whey-Protein gefrühstückt, dann habe ich gekocht und dann habe ich Reis mit Tatar und Spinat gegessen schon. Whey-Protein, das löffelst du ja immer so, ne? Ja. So, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Der Roman hat nämlich schon das Taxi bestellt. Und ich habe ein bisschen gedrödelt heute Morgen. Ich wollte eigentlich in aller Ruhe erst Kaffee trinken. Ich hätte fast gesagt frühstücken. Und wollte mir dann was zu essen machen. Ich habe nämlich hier Tatar und das würze ich mir jetzt. Dann kann ich das nachher essen. Esse ich es einfach roh, auch kein Ding. Jetzt ist natürlich die Scheiße. Ich muss das so hier reinkippen, aber es sind Reiskörner mit drin. Na egal. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man innerhalb von 5 Minuten Tatar-Bouletten benutzt. So schnell geht's. Ich habe leider nur eine Schüssel dabei. Normalerweise bin ich immer mit 3 bis 4 Tupperdosen ausgestattet. Aber ich habe sowieso schon so viel Gepäck. Einen Koffer, meine Sporttasche und hier meine Produkte, mein Einkauf. Und deswegen bin ich ja kein Packesel. Oder ich hätte mir einfach einen größeren Koffer mitnehmen müssen. Du hast jetzt auch gar nicht gefrühstückt, oder? Seit gestern hatte ich Bauchweh. Eingeschlafen. Nee, ich habe mir noch schnellste Tag gemacht. Ich war gestern schon, hatte die ganze Zeit Bauchweh. Weißt schon? Ja. Und jetzt, dann am Abend habe ich mir dann was reingestopft. Ziemlich viel sogar. Ist das jetzt nur eine Ausrede, weil du in Form bleiben willst? Ja, ja, willst den Leuten nicht verraten, dass du... Nee, Mann. Ein Essproblem hast. Ja, ja. Ich habe immer die Wahl, weißt schon, wie die ganzen Bikini-Mädels, entweder ich esse nichts oder ich esse und kotze dann. Also, was haben sie? Steiner 103? Ja. Ist das dieses Studio da? Genau. Ja. Okay, ja, dann kenne ich das. Das kenne ich. Ja. Also kannst du den Leuten auch nochmal sagen, dass du ausreichend isst und einfach einen guten Stoffwechsel hast. Ja, aber alle denken immer, ich bin geisteskranker. So, der Roman, der frisst nicht, der hat eine Essstörung, der hat... Ich gebe dir meinen Ernährungsplan, den ich jetzt gerade durchziehe, okay? Und den kannst du bei dir auch mal posten, damit die Leute sehen. Mach das mal, ja. Ich gebe ihn dir und dann postest du den. Dann sollen die das mal, die sollen mal und nach... Und ich mache mal den Selbsttest. Ich probiere den mal aus. Cool. Die sollen mal nachessen, was ich esse. Sobald mein, weil ich bin ja eigentlich nicht so ein Vielesser, also eigentlich auch Gott sei Dank, also bin ich auch in der Off-Season, wenn ich aufbaue, muss ich nicht so viel Kalorien essen. Und es passiert trotzdem was. Trainierst du dann auch an dem Tag zweimal? Ja, zweimal schaffe ich halt nicht. Der muss halt dann einen Tag mal den Roman Fritz selbst... Ja, ich mache das eine Woche lang. Eine Woche? Nee, mach mal einen Tag nur. Okay. Weißt schon? Weil da, wenn du wenn eine Woche zweimal trainieren, ist dann blöd. Ja? Aber mach mal einen Tag... Ich habe das schon öfter gemacht, zweimal trainieren. Wenn ich zum Beispiel mal ein Personal Training habe und manchmal, da passt zeitlich nicht, da habe ich dann zwei angenommen und die wollen, dass ich mittrainiere, dann trainiere ich auch zweimal mit. Ja, mach mal einen Tag mit dem Essen von mir. Weißt schon? Mach ich mal. Intra-Workout, Drink, alles Mögliche, alles dabei. Mache ich mal. Cool. Ich werde es auf Video dokumentieren, wie ich, wie soll ich es dann nennen, den Roman Fritz Selbstversuch. Da mache ich mit, wenn du willst. Die gib mir mal deinen Fastenplan gerade. Ja. Dann mache ich deins auch. Den willst du nicht haben, da verhungerst du. Dann verlierst du 10 Kilo in 3 Tagen. Zurzeit mit diesem Intermittent Fasting esse ich ja erst ab 14 Uhr oder 13. Ja, nein, du musst mir dann, gib mir den schwersten, den Off-Season-Peak-Plan sozusagen. Weiter. Okay, weißt du, wie viele Kalorien mein größter, höchster Plan hatte? 5000. Ah, oh, okay. Das kriege ich hin.
Aber bestimmt eine andere, so, wie sagt man heute, Makrozusammensetzung als bei mir. Ich esse eigentlich vielleicht nicht ganz so viel Eiweiß. Also ich bin niemals höher eigentlich. Früher habe ich auch mehr Eiweiß gegessen, aber jetzt bin ich eigentlich nie höher als maximal 400 Gramm. Ah, kannst dich auf 600 einstellen. Das zerhaut meinen Magen. 1275 Kohlenhydrate. Was? Ich bin nie höher als 500 oder 600 Gramm Kohlenhydrate gewesen. 1275. Krass. Habe ich letztes Mal so überschlagen. Krass. Ich probiere das aus, eine Woche lang. Ja, okay. Eine Woche ist schon brutal. Bei mir, hat das auch gedauert, gell? Ich musste meine Verdauung und meinen Stoffwechsel erst dahin trainieren. Kann man das, ja? Ja, ja, das geht mit der Zeit. Es ist ungefähr so wie bei Bankdrücken. Du trainierst das erste Mal und machst 60 Kilo. Weißt schon? Okay. Und dann kannst du immer mehr auf die Stange stecken, immer mehr Gewicht. Ja. Okay. Und irgendwann machst du 180 für 10. Okay. Ja. Aber ich habe auch so angefangen, dass ich 6 Mahlzeiten hatte und alle hatten 100 Kohlenhydrate. Und aber wäre sonst nicht mehr passiert? Wäre sonst nichts mehr passiert bei dir? Nee, wäre sonst nichts mehr passiert, ich sag's. Ja? Ich hatte zum Beispiel 6 Mahlzeiten, alle hatten 100 Kohlenhydrate und 60 Gramm Eiweiß. Und dann machst du irgendwann 125 Kohlenhydrate, 60 Gramm Eiweiß, okay. 125 Kohlenhydrate, 70 Gramm Eiweiß. Okay. Und immer wenn du merkst, okay, ich kann mehr essen oder ich habe eher wieder Hunger, dann kannst du ein bisschen was dazu machen. Und irgendwann bin ich bei 7 Mahlzeiten. Von denen haben 2 Mahlzeiten 200 Kohlenhydrate, 3 Mahlzeiten haben 200 Kohlenhydrate. 300 Kohlenhydrate, das ist ja... Nein, 200. 200, also 3 mal 200. Ja, schon ein Haufen Reis allein schon und so. Ja, ja. Muss man Special Pancakes machen. Boah. Dann 2 Intra-Workout-Drinks, die haben 100. Und die anderen Mahlzeiten haben alle 125 Kohlenhydrate. Und dann eine Mahlzeit, die letzte vorm ins Bett gehen, das sind auch noch 6 ganze Eier für extra Fett. Und 100 Kohlenhydrate und noch ein bisschen extra Eiklar für, damit ich auch noch so 80 Protein habe pro Mahlzeit. Krass. Also das ist schon eine Arbeit. Man muss auch, ich schwör's dir, wenn ich in der Früh aufwache, dann bin ich so aufgeregt, weil ich mir denke, oh, wie soll ich das heute wieder machen? Das ist so ein richtiger Druck dann irgendwie so. Also ich war bis jetzt immer ganz froh, dass ich nicht ganz so viel essen musste, aber trotzdem immer noch das Gewicht nach oben gegangen ist, weißt du. Ich mache das mit dem Justin Compton zusammen gerade, der hilft mir. Musste der auch so viel essen früher? Ja, deswegen kann ich mich auch sehr... Okay, weil den hätte ich so eingeschätzt, dass es auch so einer ist, wo es wächst, obwohl er wenig ist. Nein, der hat auch mir gesagt, dass sein Offseason, wenn er zweimal am Tag trainiert hat, das hat er nämlich auch gemacht, wir sind da uns sehr ähnlich, hat er auch gesagt, dass er immer so zwischen 8.000 und 9.000 Kalorien am Tag lag. Oh, krass. Und was trainierst du dann morgens, was trainierst du abends? Zum Beispiel, ich habe eine frühe Brust. Und, also Waden zählt nicht mehr. Ja. Und am Abend mache ich jetzt gerade Schultern und Trapez. Ja. Oder Schultern und Trizeps. Ja. Dann am nächsten Tag mache ich in der Früh Rücken. Mehr so Ruder-Fokus-mäßig. Ja. Und dann am Abend mache ich Klimmzüge breit, Latziehen und dann so Accessoires. So wie Trapez, hintere Schulter. Ja, okay. Ja, und dann auch Bizeps. Und am dritten Tag ist in der Früh Waden- und Beinbizeps. Okay. Und am Abend Quadrizeps. Weil wenn ich am Abend, wenn ich Quadrizeps zuerst mache, Kniebeugen und so, dann bin ich fertig den Rest. Okay. Aber eigentlich ist es ja schon irgendwo hart, aber irgendwo auch Luxus, wenn man das so zeitlich hinkriegt, wenn man das so machen kann. Ja, ich habe das auch schon früher gemacht, wo ich studiert habe und so und in der Schule war. Ich sag's dir. Da habe ich studiert, Mann. Das weiß ich noch, da wo ich Weltmeister geworden bin in 2009. Ja. Da habe ich vor der Uni trainiert und dann nach der Uni musste ich halt immer um 4 aufstehen und spätestens um 9 ins Bett gehen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, die da neben mir saßen, hey, wenn ich auf dem Tisch einschlafe am ersten Tag, wenn ich auf dem Tisch einschlafe, weckt es mich nicht auf. Und die so, hahaha. Und dann wirklich, die dachten halt, ich mache Spaß, aber ich dann lag ich wirklich auf dem Tisch so. Weckt es mich nicht auf. Die dachten, ich verarsche sie, gell? Aber das war ja echt so. Aber dann bin ich Weltmeister geworden bei den Junioren 2009 und da habe ich genauso trainiert wie jetzt. Okay. Und ich habe auch gearbeitet, schon so einen richtigen Job, ja. Und
Leute sagen immer, oh, das geht nur, wenn man halt Profi ist und das Vollzeit macht. Das geht schon so alles. Ja. Ja. Man muss nur wirklich dieses Zeitdings managen, weißt schon? Ja. Und halt Sachen opfern, ja, die eben normale Leute für normal halten. Weil da war, ja, ja, da war nicht zum Beispiel am Wochenende, wenn keine Uni war, dass ich länger aufgeblieben bin. Ja, ja. Weil das ging nicht. Ja, ja. Weil dann ist der ganze Plan durcheinander. Also aber das geht auch bei mir auch schon so. Mit einmal Training am Tag oder manchmal mache ich auch zweimal, kommt drauf an. Dass wenn ich da zum Beispiel auf einer Feier mal bin und bleib ein bisschen zu lange, dann komme ich schon wieder total durcheinander. Dann, genau. Dann gehst du den nächsten Tag 2 Stunden später ins Training und dann kommst du wieder mit dem Abendtraining dann wieder in Konflikt. Dann lässt du Mahlzeiten dann aus. Dann lässt du Mahlzeiten aus und so weiter, genau. Und dann musst du da war wirklich jahrelang, ist immer noch so, ja. Ich stehe um die und die Uhrzeit auf. Ich gehe um die und die Uhrzeit ins Bett. Und so läuft es einfach. Und so war das, egal welcher Wochentag war, egal ob Feiertag war, Ferien, ja, egal was. Ja. Und so muss es halt sein. Ja. Ich frage mich nur halt, der Körper braucht ja auch die Regeneration, ob das dann so viel bringt, wenn man zweimal am Tag trainiert. Weil der muss ja wirklich auch genügend ausruhen. Ja, wenn man das genauso macht, wie ich gesagt habe, dann kann man sich genügend ausruhen. Wenn man alles durcheinander schmeißt, so wie manche Leute, und dann schlafen die 3 Stunden an meinem Tag, weil die feiern waren oder sonst irgendwas. Ja, okay. Ja. Und essen, lassen Mahlzeiten aus, weil sie dann doch wieder länger schlafen müssen und so. Ich würde wahrscheinlich bestimmt schon irgendwie noch ein Training am Tag unterbringen, aber dann würde mir halt Zeit für andere Dinge fehlen, die ich dann kompensieren muss. Und somit würde meine Regeneration wieder drunter leiden. Ja, und weißt du, was bei dir das Ding ist? Du hast eine Formel gefunden, die bei dir funktioniert. Und deswegen würde ich mit der nicht ficken. Ja. Ja, lass die so. Es funktioniert, ja, mach nichts anders. Ja. Ich habe was gefunden, das funktioniert. Ja, so ist es ja. Ich mach nichts anders. Jeder muss ja von seinem so überzeugt sein. Ne? Genau. Vor allem hast du noch andere Sorgen, als wie, weil ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt ein Kind hätte noch, wie gesagt, haben wir gestern noch drüber geredet, da gibt es einfach Sachen, da kann man nicht kompromisslos seinen Plan durchziehen. Ja, genau. Weil ein Kind ist halt ein Kind. Aber der Roman wird irgendwann auch noch Papa. Schauen wir mal. Ja, ja, ich meine aber jetzt erstmal nicht. Dann führen wir das gleiche Interview nochmal, wenn der Roman Papa ist. Ja, nein, aber das meine ich ja jetzt erstmal nicht. Und deswegen kann ich noch sagen, auch wenn ich eine Freundin habe, hey, ist mir scheißegal. Aber wisst ihr, was man aufmerkt, so geil das alles ist, und dass wenn man wie so ein Uhrwerk funktioniert. Ja. Das habe ich letztes Jahr gemerkt, vor New York. Ich habe 4 Stunden gepennt, auf dem Sofa. Ich habe einen Laden geschmissen, 7 Tage die Woche. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit habe ich so gedacht, ich guck mal, wie die Form wird, ob ich überhaupt mitmache. Okay. Und dann wurde es brutal. Ja, genau. Weißt du, wie ich meine? Und weißt du manchmal auch, das ist auch so komisch, habe ich auch im letzten Video gesagt, ich habe manchmal so, letztes Jahr auch, da war dann FIBO und so, da habe ich aus irgendeinem Grund, habe ich 2 Wochen keine Beine trainiert. Mhm. Nach der FIBO, da habe ich dann noch 3 Kilo abgeschmissen, dann gehe ich ins Studio, gucke ich in den Spiegel, denke ich, Alter, wie sehen die Beine aus, gell? Die waren so tief, so brutal. Das hat ihnen vielleicht mal gut getan, ne? Ja, und dann machst du das nächste Training. Und obwohl 2 Wochen Pause war, bist du stärker, ja, als du vorher warst. Ja, ja. Und 2 Tage später sehen die Beine noch besser aus. Ja. Und dann denkst du, geil, jetzt habe ich die Formel gefunden. Ja. Und dann machst du das nochmal und dann funktioniert es. Ja, 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 genau. Also irgendwie so. Das ist jede Vorbereitung und immer alles ist anders. Ich habe jetzt auch findest in, irgendwie in Amerika mit dem Laden und Entladen, da dachte ich so, beim letzten Mal in San Marino, da bin ich ja an 2 Tagen gestartet. Ja. Und am 2. Tag hatte ich meine beste Form. Und da habe ich mir diesmal gesagt, okay, dann simuliere ich einfach durch, als würde ich an 2 Tagen starten. Habe dann einen Tag vorher wie ein Geisteskranker trainiert, dass ich quasi so eine, auch nüchtern, dass ich quasi so eine Wettkampf-Ausgangssituation habe. Und dachte, den nächsten Tag ist die Form besser. Nee, Mann. War sie nicht. Das ist was ganz anderes. Ja, du kriegst das halt hin. Das mit den Beinen, das funktioniert aber nur, wenn du so ganz lange normal trainiert hast und dann einmal so eine längere Pause machst. Ja. Und dann. Dann nach der FIBO, da waren die tief wie Sau. Ist bei mir auch schon mal passiert. Dann habe ich danach trainiert, Kniebeugen, volles Programm. Und 2 Tage später waren die dann so angeschwollen, ja, aber immer noch so hart. Ja. Aber noch einen Tag später sind sie dann wieder so ein bisschen zugegangen. Ja, okay. Genau dasselbe ist mir auch mal passiert. Das Perfekte kriegst du, das kannst du nicht timen, das geht einfach. Der Milosch hat mir mal genau das Gleiche erzählt. Da hat er gemeint, sie waren nach dem Mr. Olympia auf dieser Europa-Tour, mhm, gell? Und da konnte er keine Beine trainieren. Und das dauert halt, da hat er dann insgesamt auch irgendwie 2 Wochen keine Beine trainiert. Und dann so beim letzten Wettkampf sah er halt ewig brutal aus. Mhm. Ja? Das war das Gleiche.
So, er konnte nicht trainieren. Eine Woche vor Mr. Olympia hat er aufgehört zu trainieren. Ja, und dann war diese Europa-Tour danach. Und dann, wo die Tour vorbei war, waren seine Beine am besten. Und der hat die so 2,5, 3 Wochen nicht trainiert. Mhm. Aber so ist es halt. Und so ging es mir auch einmal, wo ich eine Knieverletzung hatte. Gell? Habe ich halt aufgehört, Beine zu trainieren. Und dann so nach 2,5 Wochen Pause, ja, dachte ich mir, boah, meine Beine sind viel besser geworden. Aber wie du sagst mit dem Uhrwerk, das ist ja oft so, dass man sich manchmal selber fragt im Nachhinein, wenn man so dann reflektiert, wie habe ich boah, ich hatte das am Bein und das, also ich hatte das quasi zu tun und so. Mhm. Und das habe ich organisiert und auf die Beine gestellt. 2018. Wie ging das überhaupt? Wie habe ich das gemacht? Erklären, wie ich das geschafft habe. Ich weiß gar nicht. Aber du funktionierst halt einfach, ne? Halbe Stunde. Also das war richtig geil Unterhaltung. 17 Minuten. Die kannst du lassen. Ja, wenn die mir manchmal schreiben, ich soll mal einen Ernährungsplan schreiben, dann schreibe ich den Ernährungsplan und dann fragen die, war das alles? Ja, weil die denken, du hast da so irgendwelche geheimen. Ja. Ja, so. Das ist denen zu einfach. Aber das habe ich auch festgestellt, das ist der Unterschied zwischen Männlein-Diät und Weiblein-Diät. Den Männern, die sind da bei sowas faul. Den kannst du sagen, hier 200 Gramm Reis, 1 Kilo Fleisch und das isst du jetzt. Und dann isst der jeden Tag dasselbe, jeden Tag das Gleiche. Mhm. Und wenn das einer Frau sagst, die hat dann nach 3, 4 Wochen, brennt die dann durch, da hat die Schnauze voll. Wenn du deiner Frau aber sagst, pass auf, iss 200 Gramm Kohlenhydrate und 200 Gramm Protein und die darf ich ja selber zusammenstellen mit ihrem Pancake und Candy Bar und was weiß ich denn alles, dann hält die das länger durch. Ja, Frauen sind kreativer, Männer sind faul. Und Frauen brauchen auch ein bisschen mehr Geschmackserlebnisse und sowas. Hm. Meine Frau ist genauso, das ist Tatar zubereitet und Reis und wir kommen abends um 10 Uhr aus dem Training und dann sagt die zu mir, was isst man jetzt? Ich sage, naja, ist doch Tatar und Reis da, kannst du doch essen. Oh, habe ich doch heute Mittag schon gegessen. Ich sehe, ja, Wunder, ist das eben nochmal. Ist das seit 10 Jahren. Ja. Und dann fängt die an und macht sich abends um 10 Uhr noch ein Rührei. Ja, irgendwie sowas. Bier Budesheim, du bist gemeint. Mit so ganz viel Liebe, mit Schnittlauch und alles. Ja, ganz genau. Ja. Ein bisschen Milch rein und umrühren. Und kann ich mir vorstellen. So, jetzt habt ihr genug wertvollen Taxi-Content bekommen. Erstmal an dieser Stelle lieben Dank an die nette Taxifahrerin, die uns hier unfallfrei durch Hamburg fährt. Was trainieren wir jetzt? Wer trainiert jetzt was? Schultern. Ich mach Brust. Ich hätte auch lieber Brust als schon Schultern. Dann machst du Brust. Darf ich bei dir mal einsteigen, David? Zerstöre mich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, ich programmiere mich nicht. Programmiere mich nicht. Dem Hotel da hinten. Wo ist es? Da, Motel One. Da war ich das letzte Mal untergebracht. Und direkt gegenüber hier erstrahlt bald in neuem Glanze das Olympic Fitness. So, jetzt sind wir angekommen hier. Da ist er, Matze Busse. Moin. Und ich schließe jetzt gleich den Vlog hier ab, weil mir gibt es gleich ein schönes Video. Das könnt ihr euch dann auf Rap One anschauen, das Video. Ich trainiere Schultern, David trainiert Brust, Roman trainiert Brust. Und ja, ich zeige euch noch ganz kurz so einen ganz schnellen Rundgang hier im Olympic. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, der kleine Vlog mit dem Taxi-Content hat euch gefallen. Waren ja wirklich interessante Gespräche. Ist übrigens auch für uns Premiere, dass wir mal aufeinandertreffen, weil ich habe schon Roman ein paar Mal getroffen, den David schon öfter, weil ich habe es schon mal angesprochen, nach München komme ich halt relativ selten und der Roman kommt auch relativ selten nach Hessen. Und ja, vielleicht, da wir jetzt Teamkollegen sind bei ESN, wird es in naher Zukunft öfter mal was zusammen geben oder so, mal schauen. Roman isst seine... Was isst du da? Obwohl, hier... Hühnchen. Das sind so Fleischbällchen. Kriegst du das schon zermahlt oder machst du das selber? Selber, ich habe einen Fleischwolf. Ja, ich habe auch einen Fleischwolf.
Aber jetzt kurz vorm Drehen ist doch auch scheiße so. Das geht ja im Band drin so, oder? Macht dir das nichts? Okay. Ja, also wird es bestimmt mal was geben. Ich habe es ja angekündigt, ich mache irgendwann mal den Roman-Fritz-Versuch. Sobald mein Magen wieder geht und ich wieder in die Aufbauphase starten kann, mal ein bisschen wieder mehr auf Kurs bin. Zurzeit ist ja eher so eine regenerative Phase. Dann schrote ich mir auch mal hier 1200 Gramm Kohlenhydrate rein. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Alles klar, in diesem Sinne. Roman, noch eine Frage. Machst du eigentlich auch so, wenn die Kalorien jetzt so voll bekommst mit deinem festen Essen, so, machst du da manchmal so Tricks wie eine Flasche Karamalz trinken oder sowas? Malzbier? Warum machst du das nicht? Niemals in meinem Leben. Warum machst du, schmeckt dir nicht? Ich hab noch nie probiert. Muss man machen. Das kannst du dir 50 Gramm Reis sparen, trinkst du eine Flasche Malzbier. Okay. Also in diesem Sinne, ciao, ciao. Ihr Hoffmann macht seinen Vlog. Also ihr kriegt Content ohne Ende. Zeig ich ein. Ciao, ciao. Macht's gut.